Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Might and Magic Teil 8. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Was ist eigentlich mit unseren Minotauren hier los? Das Bild ist irgendwie ein bisschen seltsam. Wahrscheinlich, weil wir unsichtbar sind, aber ja gut. Wir sind in der Ebene zwischen den Ebenen und haben hier diese Kerker für diese vier Fürsten der Elemente, die ja entführt worden sind. Und dadurch gibt es ja diese Probleme. Und wir stehen vor Eskatons Palast. Wir können diese Fürsten nicht befreien. Ich denke mal, den Schlüssel dazu werden wir erst in Eskatons Palast bekommen. Wahrscheinlich, wenn wir Eskaton besiegt haben. Nehme ich jedenfalls mal an. Vielleicht werden wir da auch endlich mal erfahren, was das Ganze soll. Bisher wissen wir ja nur, dass er diesen Kristall erschaffen hat, dass er die Fürsten eingesperrt hat, dass die wahnsinnig geworden sind und infolgedessen mit diesem Krieg, was sie vorhaben und so wahrscheinlich vorhaben und alles Mögliche den ganzen Planeten zerstören würden. Deswegen ja auch Day of the Destroyer, Tag des Zerstörers. Aber was genau hat er eigentlich vor? Warum will er, dass die Welt zerstört oder zumindest verwüstet wird? Wir wissen es überhaupt noch gar nichts davon. Ich hoffe wirklich mal, dass wir da ein bisschen was erfahren werden. Hallo? Das Problem ist nur... Ah, hier ist der Eingang. Ja, das Problem war nur, ich habe den Eingang nicht gefunden. Der Vernichter regiert von einem makaberen Palast aus. Welche andere Lebewesen würden sich dazu entschließen, im Schädel eines 400 Fuß großen Riesen zu wohnen? Ist mir gar nicht aufgefallen. Wenn wir nochmal rausgehen, muss ich mir das nochmal anschauen. Wir gehen rein. Los! Wir speichern ab und ich würde hier auch tatsächlich nochmal ein Ding setzen. Auch wenn mal unsere Unsichtbarkeit dadurch weggeht. Wir setzen jetzt hier nochmal ein Ding rein. Wie gesagt. Oh. Das ist mir nicht bekannt. Ja, okay. Den müssen wir jetzt auf jeden Fall noch machen, sonst können wir auch das Unsichtbarkeitsding nicht reinkriegen mehr. Oder wir müssen erst wieder raus teleportieren und wieder rein teleportieren und so weiter und so fort. Oh, die halten einiges aus hier. Wobei, es sind ja auch eigentlich zwei. Wir haben gesiegt. Erledigt. Ja, oder sogar noch mehr wohl den Ding abgekriegt haben. So. Nee, so schwer sind die gar nicht. Aber, wow, sieht das hier krass aus. Da geht's auf jeden Fall rein in den inneren Bezirk. Ich nenne es jetzt einfach mal den inneren Bezirk. Wir bleiben aber vielleicht erstmal in den äußeren Bezirk hier. Da haben wir Schalter, okay. Ich bin mir noch gar nicht sicher, ob ich die betätigen will. Ich lasse es jetzt erst einmal. Wir schauen uns erstmal noch ein bisschen weiter um. Ist mir unbekannt. Aether First. Es steht im Schatten. So, ich denke hier, wenn wir reinkommen, werden wir irgendwelche von diesen Schaltern umlegen. Aber wie gesagt, da ich glaube, dass da Schalter sind und so weiter und so fort, könnte ich mir das vorstellen, dass das ein bisschen komplizierter wird. Und da will ich mich tatsächlich erst einmal umschauen, was so alles hier Sache ist. Aha, da kommen wir also hier rein. Okay. Ja, das könnte etwas komplizierter werden. Wir kriegen es aber hin. Und größer werden. Es steht im Schatten. Das Monster ist tot. Haben wir eigentlich. Ja, wir könnten sogar nochmal Ding aufwerten. Nochmal ein bisschen aufleveln. Was vielleicht gar nicht mal so schlecht wäre, aber gut. Schauen wir erstmal. Oh, das gefällt mir nicht. Scheint aber tatsächlich nichts groß zu sein hier drin. Ist da was? Wir probieren. Ich weiß, es ist jetzt ein kleines bisschen Hin- und Her-Gerenner.
aber ich will erst einmal ganz kurz noch hierher gehen. Und das hier aufmachen. Da geht's nämlich wieder raus. Dann haben wir nämlich, dann haben wir quasi diesen Teil hier unten schon mal geklärt. Dann gehen wir nämlich erstmal hier rein. Öffnen das Ding hier. Oh, und ich muss die Schwäche wieder rausmachen. Jetzt ist es wieder soweit. So, die nächste Schwäche kriegst du rauf. Ja, hat doch schon gut geholfen. Nicht drauf. Runter natürlich. Entschuldigung. Das war die falsche Taste. Eigentlich wollte ich nur den Charakter wechseln. Und so. Gut, jetzt, genau wie ich es mir dachte, Darnhebel. Also das ist relativ gleich. Dann gehen wir hierher. Diese Tür ist auch zu. Und das hier ist gar keine Tür. Ha. Huh. Okay, das hier ist keine Tür anscheinend. Also da kommen wir im Moment nicht rein. Und das scheint auch irgendwie Sackgasse zu sein. Okay. Aber wir können mal nach oben gehen und dann hier reingehen. Ha. Huh. Okay, also. Das nenne ich jetzt einfach mal. Nicht. Nicht zum Öffnen. So. Ist die Tür hier auch zu? Okay, das dachte ich mir schon fast. Das könnte alles mit den Schaltern zu tun haben. Und hier könnte ich mir genau dasselbe vorstellen. Aber lasst uns erstmal jetzt da lang gehen, wo wir auf jeden Fall lang gehen können. Hallo Gegner? Nein, kein Gegner. Da ist auch nochmal ein Schalter. Es ist wahrscheinlich auch nicht öffnbar. Ja, ihr wisst schon. Nicht zum Öffnen hier. Aber wie gesagt, das habe ich mir ja schon fast gedacht gehabt. So. Au. Was ist das? Ach nee, da ist er ja. Ich wusste doch, da ist noch irgendeiner. So. Da geht's nicht lang. Und das ist auch nicht offenbar. Zum Öffnen, wie auch immer. Okay. Alles klar. Dann haben wir es jetzt mit Hebeln zu tun. Und das da, schätze ich mal, wird auch nicht zum Öffnen sein. Genau wie die Dinger hier unten. Das heißt, wir haben eigentlich 1, 2, 3, 4, 5, 6 zum Öffnen. 1, 2, 3, 4, 5 Schalter. Na gut. Legen wir jetzt mal den ersten Schalter um. Schauen wir mal, was passieren wird. Wo was passieren wird. Irgendwas öffnet sich. Ach genau, hier sind wir auch noch nicht reingegangen hier. Von der anderen Seite, meine ich. Okay, schauen wir mal. Was hat sich denn jetzt getan? Ist hier was aufgegangen? Nein. Hier ist nichts aufgegangen. Hier ist auch nichts aufgegangen. Hier vielleicht? Das ist auch noch zu. Ah ja, der ist offen. Also, der hier. Hebel 1 nenne ich das jetzt mal. Öffnet Tür 1. So, dann können wir auf jeden Fall da schon mal reingehen. Aber lasst uns noch ganz kurz noch schauen, ob sich noch irgendwo was anderes
getan hat. Außerdem will ich nochmal in die Richtung gehen. Da waren wir ja auch noch nicht drin gewesen. Nein, da ist nichts. Okay. Alles klar. Ich frage mich, ob wir alle Hebel schon mal betätigen sollten. Es geht auf jeden Fall hier hoch. Aha. Aha, noch ein Schalter. Und der Schalter... Nee, hat das hier nicht geöffnet. Also dann nehme ich das hier mal Hebel 2. Hat das hier nicht geöffnet? Hat er das da geöffnet? Habe ich das jetzt gerade drauf geachtet? Ich habe nicht drauf geachtet. Nee, der ist weiterhin zu. Der ist weiterhin zu. Der hier hat das hier geöffnet. Das heißt, das hier ist Tür 2. Okay. Ja, ich muss es mir notieren, sonst vergesse ich es wahrscheinlich wieder. Das hier ist auch wieder eine... Ich nenne es jetzt einfach Tür. Das ist einfacher. Tür, wo hier zu ist. Und da haben wir den nächsten Hebel. Was mit dem Hebel ist, ja. Sollten wir vielleicht auch alle einfach mal betätigen und schauen, was passiert. Der Hebel hier drin hat was geöffnet, die Tür hier jedenfalls nicht. Die Tür hier auch nicht. Da war ja nichts. Die hat er auch nicht geöffnet. Die hat er auch nicht geöffnet. Vielleicht hat er auch irgendetwas anderes geöffnet. Okay, lasst uns mal ganz kurz schauen. Vielleicht das Ding hier? Ja. Also. Der Hebel hier. Das müsste dann Hebel 3 sein. Hat Tür 3 geöffnet. Mir kommt so vor, wie wenn das da relativ fallen sind oder wie auch immer. Ich glaube, bevor ich jetzt die ganze Zeit hier rumsuche, was passiert denn, wenn wir die jetzt umlegen? Irgendwas hat sich jedenfalls geöffnet. Aber was genau? Hier vielleicht? Die Tür ist weiterhin zu. Ah ja, die Tür ist jetzt offen. Dann ist das hier auf jeden Fall aufgegangen. Dann sagen wir mal, das machen wir mal raus. Dann ist das hier offen. Vielleicht muss man auch beide umlegen für Dings. Gute Frage. Die ist auch offen. Ja, okay, also die hier geht auch auf. Die hier drinnen. Jetzt bin ich falsch gelaufen. Hier drinnen ist weiterhin zu. Okay. Dann als nächstes gehen wir hier oben rein. Da haben wir wahrscheinlich wieder einen Schalter, schätze ich mal. Betätigen wir den. Und irgendwas ist passiert. So, da sind wir noch nicht durch. Da sind wir noch nicht durchgekommen. Dann schauen wir mal. Kommen wir... Da ist weiterhin zu. Ah, halt, das ist falsch. Dann ganz kurz hier lang.
Hier ist weiterhin zu. Hier oben war. Genau. Hier ist offen. Die Tür ist jetzt auch offen. Ja, ich glaube, ich mache mal diese ganzen Türen, wo schon offen sind, mache ich jetzt einfach raus. Der Dings. Halber. Und die, wo ich betätigt, die Hebel, wo ich betätigt habe, markiere ich mal. So. Ja, genau. Und da oben müssen wir noch weiterschauen. Alles klar. Beziehungsweise, hier war ja zu. Ja, das ist der einzige Weg. Gut, dann gehen wir jetzt hier weiter. Da haben wir noch eine Tür, die ist sogar offen. Das hätte ich jetzt gar nicht mitgerechnet. Hier ist nichts. Und da haben wir eine Geheimwand mit Zeug drin. Und mit Gegnern? Ohne Gegner. Schwarzer Trank Ausdauer. Ich weiß es nicht. Ja, gar nicht mal schlecht. Wer hat denn gut noch? Wem fehlt noch Ausdauer? Ausdauer. Ja, das könntest du trinken. So, und wem sein Zeug ist kaputt? Repariert. Da ist alles ganz, ganz, ganz. Okay. Alles klar, dann sind wir hier auf jeden Fall fertig. Dann gehen wir mal ganz kurz hier rein. Oi. Also da kommen wir auf jeden Fall in einen etwas größeren Teil rein. Bleiben wir erstmal hier unten, hätte ich gesagt. So, Moment, wie sieht es aus? Da war zu, das war offen. Das war mittlerweile offen, das war offen. Ja, diese Tür ist noch zu, da ist auch ein Hebel drin, der ist also relativ wichtig. Die ist zu, das war ein Hebel, den wir schon betätigt haben. Da ist wahrscheinlich noch ein Hebel. Na gut, schauen wir mal. Monster ist tot. So, da ist nichts mehr. Gut, irgendwie überrascht mich das jetzt nicht, dass da nichts mehr ist. Dann gehen wir mal hier nach oben. Wir haben es besiegt. So, jetzt noch dich. Den Ätherfürsten. Das Monster ist tot. Da geht's weiter. Da haben wir noch eine Geheimtür. Kommen wir zu einem Hebel, den wir einfach mal betätigen. Ich hoffe, es ist, dass wir nicht irgendeine bestimmte Reihenfolge betätigen müssen von Hebeln. Das wäre ziemlich blöd. Okay. Dann gehen wir. Da haben wir noch eine Geheimtür, aber lass uns erstmal die Gegner hier erledigen. So, sehr schön. Du darfst dich jetzt auch zu den anderen hinlegen. Das Monster ist tot. Warte mal, ist der. Nee, der ist nicht kaputt. Das sieht immer so kaputt aus, weil der so rot ist, aber. Nee. Das kann ich nicht tragen. Definitiv nicht kaputt. Gut. Ein Tisch. Und eine weitere Tür, die zu ist. Also die ist weiterhin zu. Das heißt, auch hier in diesen Bereich hier kommen wir nicht rein. Noch nicht jedenfalls.
Oh. Moment. Das Licht ist ausgegangen. So, hier kommen wir aber raus. Das ist doch schon mal gut. Einen Hebel haben wir, glaube ich, schon mal belegt gehabt. Und da wissen wir aber noch nicht, wo der hingeht. Aber hier gibt es, glaube ich, auch noch mal einen Hebel. Genau. Also, den da haben wir auch schon mal. Hebel. Jetzt müssen wir mal schauen. Entweder gehen wir jetzt nach hier oben. Entweder gehen wir jetzt nach hier oben schauen, was Sache ist. Oder wir gehen nochmal schauen, ob jetzt zum Beispiel die Tür hier offen ist oder die Tür offen ist. Oder die Tür. Wobei, die ist mir relativ egal, da kommen wir so oder so hin. Ich würde es nur gerne wissen, ob sie mal offen wäre. Und ansonsten haben wir nur noch den Norden. Wir schauen uns erstmal jetzt, das ist, glaube ich, das Erste, was wir machen können. Ist die Tür hier hinten offen? Ja, die Tür ist offen. Sehr gut. Das heißt, dieser Hebel hat wohl diese Tür hier geöffnet. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal weiter. Bis dahin, macht's gut. Und tschüss.